Alarm auf der internistischen Station. Ich brauche unbedingt einen Arzt. Meine Tochter ist zusammengebrochen. Die liegt auf dem Tisch. Mach dir auch. Ja, ich kümmere mich. Schön, dass sie nach Hause kann. Ja, guck gleich mal. Hallo. Hallo? Hey, Melina. Was passiert? Mir wurde schwindelig. Okay. Warst du bewusstlos? Nee, ich bin nur ganz kurz zusammengesagt, aber es geht schon. Wir waren kurz spazieren und der war schwindelig, war die ganze Zeit blass. Irgendwie geht's ihr gar nicht gut, sie war richtig schlapp. Haben Sie heute schon was gegessen? Ja. Und getrunken auch? Ja, es geht schon. Sollen wir Wollen Sie mal eben mitkommen ins Behandlungszimmer, dann gucken wir mal, ja? Kannst du laufen? Können Sie aufstehen? Ja. Gut. Okay. Bei der jungen Patientin, die im Wartebereich kollabiert war, handelte es sich um die Tochter einer Patientin, die bereits wegen eines Schlaganfalls bei uns stationär lag. Haben Sie sowas öfter schon mal gehabt? Nee, bis jetzt. Was hast du denn an? Wie siehst du denn aus? Wie kommt das? Warum bist du so verkleidet? Die Melina ist doch bei uns auf der Pädiatrie. Die macht doch nebenbei Kinderbespaßung bei unseren Kindern. Macht sie ganz super und wunder. Echt super. Daher kenne ich sie ja auch. Aber du hast doch die Uni und die Vorlesung. Was ist denn damit? Ja, es gibt ja auch Vorlesungen, wo ich nicht hin muss. Und dann geht das schon. Bist du dir sicher? Also ich weiß nicht, ob das alles so in Ordnung ist. Melina, leg dich mal zurück. Hast du eine Maske mit? Ich wollte mal gerade deinen Blutdruck messen. Die junge Dame wirkte zunächst sehr blass auf mich. Und wir stellten ja dann auch fest, dass der Blutdruck sehr tief war. Gleichzeitig gab sie auch an, seit einigen Wochen unter Durchfall und Bauchschmerzen zu leiden. Und deswegen wollte ich mir das einmal näher anschauen. Ist jetzt auch, das ist ja ein Durchfall, hat irgendwie. Da ist ja ganz schön was los in ihrem Bauch, ne? Ziemlich viele Darmgeräusche so. Hm? Haben Sie auch Blähungen? Ja, wenn die Bauchschmerzen da sind. Ich war mir zunächst nicht sicher, was die junge Patientin hatte. Es hätte sein können, dass sie eine parasitäre Erkrankung oder eine andere Infektion hatte. Es hätte auch eine chronische Darmerkrankung sein können. Es gab viele Ursachen. Deswegen mussten wir zunächst weitere Untersuchungen anstellen. Ich würde eventuell auch dazu tendieren, dass man mal in ihren Magen einfach reinguckt. Ne? Dass man einfach mal weiß, wo das herkommt, wenn sie das jetzt schon seit ein paar Wochen haben. Wie lange wird das denn dauern? Also die Magenspiegelung kann man erst morgen machen, dafür müssen sie nüchtern sein. Ne? Das kann man heute nicht mehr machen. Ja, ich müsste heute noch weg. Wie, du musst heute noch weg? Ja, ich Nee, du bist jetzt krank. Also ich muss noch Pizza ausliefern. Ich würde Ihnen dazu raten, hier zu bleiben. Ne? Der Kreislauf ist ein bisschen... Wie Pizza ausliefern? Du arbeitest doch als Kellnerin nebenbei. Was ist mit dem Job? Das arbeite ich auch, aber ich bräuchte noch ein bisschen Geld nebenbei. Und ich habe ja die Zeit und dann gehe ich halt ein bisschen Pizza austragen. Ich glaube, das ist doch ein bisschen zu viel. Also ganz ehrlich, heute würde ich Ihnen nicht mehr raten, sowas zu machen. Sie fahren ja da bestimmt mit dem Auto oder mit dem Mofa oder so. Weil der Kreislauf ist jetzt im Moment ein bisschen knapp. Ne? Der Blutdruck war ein bisschen knapp. Ich würde Ihnen gerne Infusion anhängen. Besonders auffällig war, dass Melina überhaupt keine Ruhe hatte. Sie wollte eigentlich gehen und erzählte uns, dass sie keine Zeit hätte. Wir mussten uns jetzt durchsetzen und mussten sagen, Melina, jetzt bleibst du mal hier, jetzt müssen wir mal schauen. Denn immerhin hatte sie wirklich einen Kreislaufzusammenbruch. So, soll ich dir mal dein Zimmer zeigen? Ich mach das dann alles da. Genau, mach mal am besten alles in Ruhe, ne? Ich komme dann gleich noch mal zu Ihnen schauen. Ne? Hi. Gut. Ja. Ich muss mich kurz hinsetzen. Ja, geht's denn? Was ist los? Geht's Ihnen gut? Ach, das wird mir jetzt alles viel zu viel. Vom Heimjahr ist mein Ehemann gestorben. Ach du Gott, das tut mir leid. Dann bin ich krank geworden, die finanziellen Schwierigkeiten. Der Lukas, mein Sohn, der bekommt keine Ausbildung. Jetzt ist die Melina krank. Ich habe so eine Angst, dass sie die Uni abgebrochen hat. Weil das, was sie mir erzählt hat, das sind Ausflüchte gewesen. Das war nicht ganz die Wahrheit. Nur weil sie da so ein bisschen einen Nebenjob hat, müssen sie sich jetzt keine Sorgen machen, dass sie gleich die Uni abgebrochen hat. Naja, aber warten Sie mal ab. Nebenjob. Wir schauen mal, was die Untersuchungsergebnisse sagen. Und dann vielleicht hat das Ganze ja eine harmlose Erklärung. Ne? Vielleicht kann man dem ja Abhilfe schaffen. Melinas Rastlosigkeit soll ihrer Mutter noch länger Kummer bereiten. Obendrein verdichten sich die Hinweise, dass die 21-Jährige ihre Gesundheit nicht nur aus finanziellen Gründen gefährdet. Schwester Birgit und die Mutter der Geschwister werden Zeuge eines Gesprächs, das nicht für ihre Ohren bestimmt ist. Nein, wie könnt ihr das nicht sagen? Nein! Das macht alles noch schlimmer, wie könnt ihr das nicht sagen? Aber wir müssen.
Wir haben keine andere Wahl. Könnt ihr das nicht sagen? Was heißt das? Hi, na? Ach, es ist mal wieder nur so ein Geschwisterstreit. Ist alles gut, Mama? Mach dir keine Sorgen. Nee, da sind irgendwelche Geheimnisse. Da muss ich dir was davon wissen, oder? Du kennst uns doch, wir streiten uns. Mach dir keine Sorgen. Ja, aber streiten, die ist jetzt krank, die soll sich mal ausruhen. Ja. Was soll denn das? Ist doch alles vollkommen okay, Mama. Ich muss jetzt auch direkt los. Ich hole dich auf jeden Fall morgen ab und dann sehen wir uns, okay? Ja, ist okay. Okay, dir auf jeden Fall noch alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Es war mir total unangenehm, dass ich diesen Streit zwischen den Geschwistern mit Frau Stein mit anhören musste. Und mir war von vornherein klar, dass sich da irgendwo ein großes Geheimnis verbirgt. Ich habe die wahrscheinlichste Ursache gefunden dafür. Sie haben eine perniziöse Anämie. Man sieht das an den Blutwerten. Also das heißt, sie haben zu wenig rote Blutkörperchen und die sie haben, sind zu groß. Ja? Das hat man typischerweise, wenn man einen Vitamin B12-Mangel hat. Vitamin B12-Mangel entsteht, wenn man über längere Zeit zum Beispiel kein Fleisch isst. Kann es sein, dass Sie Vegetarierin sind? Nee, oder? Ich habe ganz normal auf Fleisch und Wurst gegessen. Mhm. Die zweite mögliche Ursache ist, dass eine Resorptionsstörung vorliegt. Also dass im Magen-Darm-Trakt irgendwas daran, den Körper daran behindert, das Vitamin B12 aus der Nahrung auch aufzunehmen. Ne? Ich würde vorschlagen, wir machen noch mal ein paar Tests. Sie bleiben auf jeden Fall hier. Ne? Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal schauen, woran das Ganze liegt. Wir werden auf jeden Fall Ihren Vitamin B12-Speicher jetzt mal auffüllen. Das heißt, Sie bekommen das jetzt von uns zugeführt. Und dann werden wir auf jeden Fall die Magenspiegelung machen morgen früh. Und dann noch ein paar weitere Tests. Okay? Gut. Wir kriegen das in den Griff und wir finden die Ursache raus. Okay? Um der Ursache für die Anämie der Patientin auf den Grund zu gehen, haben wir noch weitere Tests durchgeführt. Wir haben einen Vitamin B12-Spiegel im Blut bestimmt. Wir haben einen Atemtest durchgeführt, eine Stuhluntersuchung und eine Magenspiegelung. Hallo? Hi, ja, du musst mir einen Gefallen tun. Kannst du bitte für mich die Pizza ausliefern? Es ist wichtig, bitte. Nein. Du kriegst auch was zurück. Ich schulde dir was. Bitte, du musst das. Es ist wichtig. Ich brauche das Geld. Du musst für mich ausliefern. Okay. Okay, trotzdem danke. Ja, ciao. Melina, wie? Du brauchst das Geld. Worum geht es denn? Ich kann dir doch helfen. Rede doch einfach Nein, mit Mama, mir. Mama, bitte. Es ist nichts. Alles ist gut. Du brauchst mir da nicht helfen. Ich schaffe okay, das wirklich. Okay, pass auf. Ich lasse euch jetzt mal allein. Doch auch unter vier Augen behält Melina für sich, weshalb sie so viel arbeitet und was eigentlich mit ihrem Pädagogikstudium ist. Erst am darauffolgenden Morgen platzt die Bombe, dass die 21-Jährige ein ganz bestimmtes Versprechen nicht brechen möchte. Hallo. Ja. Hi Melina. Bist du entlassen? Darfst du nach Hause gehen? Darf die schon nach Hause gehen? Nee. Es sei denn, sie hat sich selbst entlassen. Eigentlich nicht, ne? Nee, die Frau Doktor wird ja gleich kommen und dann kann ich bestimmt wieder gehen. War es aber eilig, ne? Oder? Ja, ich musste auch meine Schicht antreten. Melina, du siehst doch, dass es dir nicht gut geht. Du kannst doch jetzt nicht arbeiten. Es geht mir doch schon wieder besser. Ich finde das Was ist denn los mit dir? Melina, hat dein Bruder echt recht. Ja, hat er. Ja. Warum macht sie das? Ja. Melina, sag's doch einfach. Nein. Geht das schon wieder los? Sag's dir jetzt, sonst mach ich es. Nein, du machst das nicht. Doch. Ich gebe dir jetzt noch eine Chance. Entweder sagst du es ihr jetzt oder ich sag es. Es gibt nichts zu sagen. Doch, Mama, ich sag's jetzt einfach. Also, Melina hat sich halt in den Kopf gesetzt, dass sie einfach für die Familie sorgen will. Was? Ja. Wie soll denn das funktionieren? Ich bin die Mutter. Ich sorge für euch. Warum machst du das? Mama, du bist krank und du kannst nicht arbeiten. Sein Gehalt ist zu wenig. Ich muss euch unterstützen. Jo. Hallo, guten Tag. Ah, da sind sie ja alle zusammen. Ganze Familie. So, wir haben die Untersuchungsergebnisse mittlerweile. Also bei der Magenspiegelung ist nichts Auffälliges entdeckt worden. Aber sie haben tatsächlich eine Laktoseintoleranz. Das heißt, Milchprodukte, sie reagieren auf Milchprodukte. Ihnen fehlt ein Enzym. Was die Laktose spaltet. Das Enzym heißt Laktase. Und das heißt, wenn Sie viel Milchprodukte zu sich nehmen, führt das zu Blähungen, zu Durchfällen, zu eben den Symptomen, die Sie hatten. Und kann über längere Zeit auch dazu führen, dass gewisse Nährstoffe nicht richtig resorbiert werden. Wie bei Ihnen jetzt Vitamin B12-Mangel entsteht und dadurch diese Anämie.
Und ja, die gute Nachricht ist, dass das ganz einfach zu behandeln ist. Sie müssen einfach auf Milchprodukte verzichten bzw. laktosefreie Milch trinken. Und es gibt sogar Tabletten mittlerweile, die dieses Enzym enthalten. Das heißt, wenn Sie dann doch mal irgendwo unterwegs sind und eine milchhaltige Nahrung oder einen Kaffee mit Milch trinken möchten, nehmen Sie einfach vorher diese Kapseln und die enthalten dann diese Enzyme und dann sollte das nicht auftreten. Eine Laktoseintoleranz kann sich tatsächlich im Laufe eines Lebens entwickeln oder auch verstärken. Ich denke, dass die Patientin aber hier zunächst die Symptome über längere Zeit vor sich selbst auch verheimlicht hat oder nicht wahrhaben wollte, dass sie darunter litt, weil sie eben unter so großem Druck stand, wegen des Todes ihres Vaters. Sie gab ja an, dass sie erst seit ein paar Wochen unter den Symptomen litt. Gut? Dankeschön. Gut, danke. Bis später. Tschüss. Wenn der Brief jetzt geschrieben ist, dann gucke ich mal, ob wir hier bei der Ernährungsberatung für dich einen Termin kriegen. Dann kannst du nach Hause. Wenn du versprichst, langsam zu machen. Ja, aber ich muss echt zur Schicht. Melina. Okay, das verstehe ich wieder nicht. Ja. Jetzt verliere ich diesen Job. Wir brauchen das Geld. Melina, es reicht jetzt auch mal. Es reicht, wenn du einen Job neben der Uni hast. Du kannst nicht mehrere haben. Und Mama, was die Uni angeht, das wollte ich dir sowieso dann auch noch sagen, wenn wir jetzt schon dabei sind. Sie hat einfach ihre Uni pausiert. Was? Sie geht das ganze Semester schon gar nicht mehr dahin. Das habe ich mir doch die ganze Zeit gedacht. Warum macht sie denn das? Warum machst du das? Ich habe Papa versprochen, dass ich euch unterstützen werde. Ich bin die Ältere von uns beiden und einer muss es machen. Du bist krank. Ja, wir schaffen das schon. Schaffen ich bin das. Die Mutter. Ich passe auf euch auf. Wir schaffen das. Und jetzt begreife ich das langsam. Das mit deinem Kostüm, mit der Verkleidung, mit der Kinderstation. Das ist Ehrenamt. Das ist Ehrenamt. Ja, aber mein Mann, der hat immer für die kranken Kinder, hat er sich stark gemacht und hat für die auch viel investiert und ehrenamtlich gearbeitet. Ich möchte Papa stolz machen. Aber ja. Du machst ihn auch so stolz. Der Papa wäre dermaßen stolz auf dich. Ich bin auch wirklich, wirklich stolz auf dich, dass du das alles auf dich genommen hast, den ganzen Stress. Jetzt hast du deine Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Aber glaub mir, mir geht es doch gut. Ich gehe nach Hause. Ich kann wieder arbeiten. Ja, wir schaffen noch das. Nicht, wir schaffen das. Sie schaffen das, aber arbeiten Sie auch noch nicht. Ja, aber langsam geht doch alles. Der eine Job reicht doch. Bitte. Da solltest du auf deinen Bruder, auf deine Mutter hören. Die Uni ist wichtig. Mach die weiter. Alles andere wird sich ergeben. Seit sich Melina laktosefrei ernährt, fühlt sie sich fitter denn je. Mama Barbara und Bruder Lukas zuliebe hat die 21-Jährige trotzdem den Nebenjob als Pizzalieferantin aufgegeben und ihr Pädagogikstudium wieder aufgenommen.